Es war übel krass behütet, aber auch sehr abgesondert. Es waren keine Kontaktmöglichkeiten da, um nicht behinderte Kinder kennenzulernen. Meine besten Freunde und meine langjährigen Freunde, alle behindert. Hallo meine Freunde, ich begrüße euch bei einer weiteren Folge hier auf Normale TV und wie immer hoffe ich, euch geht's gut. Ich möchte heute für euch eine Frage beantworten. Und zwar die Frage, wie war es für mich, über 10 Jahre in eine Körperbehindertenschule zu gehen? Ich würde sagen, los geht's! War deine Körperbehindertenschule bei dir direkt im Ort? Meine Schule war nicht direkt an dem Ort, wo ich gelebt habe, sondern sie war ungefähr 25 Kilometer entfernt. Wie lange bist du da immer gefahren? Ich wurde ja vorhin in einem Behindertentransport, dem DRK, abgeholt und ich bin ungefähr 1,5 Stunden gefahren für, wie gesagt, ca. 25 Kilometer. Warum hast du so lange für 25 Kilometer gebraucht? Wir sind wirklich mit der Kirche ums Dorf gefahren. Wir sind nämlich nicht direkt von meinem Heimatort zu dem Ort gefahren, wo meine Schule war. Nein, wir haben noch alle Dörfer abgeklappert, um dort auch Kinder mit einer Behinderung abzuholen, die auch die Schule besucht haben. Ja, dadurch kamen die 1,5 Stunden zustande. Ihr müsst euch also vorstellen, ich wurde um 6.30 Uhr abgeholt und um 8 Uhr hat die erste Unterrichtsstunde begonnen. Das heißt, wir waren so ungefähr um 7.50 Uhr waren wir da. Wie ging der Unterricht los? Gab es ein bestimmtes Prozedere? Das war eigentlich das Normalste in der ganzen Schule. Wir sind einfach in den Klassenraum reingerollt oder reingegangen, je nachdem. Und dann kam der Lehrer rein und wir mussten uns alle hinsetzen. Guten Morgen, Herr Lehrer, natürlich. Und dann ging es auch schon los. Wie viele Schüler wart ihr in der Klasse? Genau, also über die 10, 11 Jahre, die ich da war, waren wir so zwischen 8 und 12 Schüler. Hattet ihr neben dem Lehrer auch noch Sozialpädagogen oder so in der Klasse? Ja, das war auch ziemlich krass, ne? Heutzutage unterhält man sich ja immer, oh, die Klassen sind viel zu groß und 30 Schüler, wie soll ein Lehrer das schaffen? Bei uns war es so, wir hatten einen krassen Personalschlüssel, ja? In der Zeit, wo wir 9 Schüler waren, da gab es einen Lehrer, einen Sozialpädagoge und noch einen Zivildienstleistenden. Der Nachteil an der ganzen Sache war, dass mit Schlafen war da nichts. Ne? Wenn die Klasse so klein ist und da so viel Personal mit im Raum sitzt, dann kannst du da nicht pennen. Wenn du so ein schlechter Schüler wie ich bist, dann möchtest du aber gerne schlafen und nicht zuhören. Was hatten die alle so für eine Behinderung? Also was die Behinderung angeht, hatten wir wirklich alles außer Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung. Wir hatten also Leute mit einer spastischen Lähmung, mit Muskelschwund, teilweise auch nur mit Skoliose. Wir hatten ja lernbehinderte Kinder waren auch noch bei. Hattet ihr während dem Unterricht auch sowas wie Therapien? Wir hatten auch während des Unterrichts Physiotherapie. Das heißt, ich konnte 2-mal die Woche zur Physiotherapie gehen, immer während des Unterrichts. Meistens waren das so Fächer, die nicht wichtig waren. Das war so Geschichte, Musik, Kunst, manchmal auch Sport. Wir hatten 2-mal in der Woche Schwimmunterricht. Das heißt, entweder sind wir in unsere eigene Schwimmhalle gegangen, denn unsere Schule hatte nicht nur eine eigene Sporthalle, sondern auch eine eigene Schwimmhalle. Allerdings haben wir die selten genutzt, obwohl die da war. Wir sind nämlich immer mit einem weiteren Behindertentransport jeden Montag und Donnerstag, wenn ich mich nicht täusche, zum Schwimmunterricht gefahren. Und meistens war es so, dass der Schwimmunterricht auf Nachmittag war, also die vorletzte Stunde, so dass mein Behindertentransport mich direkt von der Schwimmhalle abholen konnte. Es war ja eine Ganztagsschule. Gab es da eine Mensa, wo ihr Mittagessen konntet? Wir hatten natürlich eine Frühstückspause und wir hatten eine Mittagspause. Wir hatten extra große Räume, die nur fürs Mittagessen da waren. Also so gesehen hatten wir unsere eigene Mensa. Und da gab es dann immer relativ leckeres Schulessen. Ihr müsst doch wissen, wir durften aus versicherungstechnischen Gründen das Schulgelände auch nie verlassen. Bis zur 8. Klasse. Und in der 8. Klasse durften wir dann mit Unterschrift unserer Eltern auch das Schulgelände verlassen. Und in der 8. Klasse wurde dann unsere Mittagspause sogar auf 50 Minuten erhöht, um dass wir mehr Zeit haben, um Pause zu haben. Wie lange ging so ein Schultag bei dir? Am Dienstag und am Donnerstag ging unsere Schule bis 17.30 Uhr, also bis 5:30. Das heißt, ich bin um 6.30 Uhr mit dem Bus losgefahren und um 17.30 Uhr war ich immer noch in der Schule. Plus 2 Stunden, dann war ich manchmal erst um 18.30 Uhr, 19 Uhr zu Hause. In den Wintermonaten, wenn richtig Glatteis war und Stau, sogar manchmal erst um 20.30 Uhr. Konntest du deine Hausaufgaben schon in der Schule machen? Da es eine Ganztagsschule war, konnten wir unsere Hausaufgaben natürlich schon in der Schule machen. Aber ich war ja ein schlechter Schüler. Ich habe währenddessen lieber
an einer Sport-AG teilgenommen, weil da habe ich mich dann auf meine sportlichen Wettkämpfe in der Leichtathletik vorbereitet. Aber ja, ich hätte doch lieber Hausaufgaben machen sollen, denn ich hatte nach meinem 12- bzw. 14-Stunden-Tag dann immer noch den Stress, dass ich noch Hausaufgaben machen musste. Eigentlich wollte ich nach so einem 12- bzw. 14-Stunden-Tag eigentlich immer nur schlafen. Und das habe ich auch gemacht. Gab es Ärger, wenn du deine Hausaufgaben nicht gemacht hast? Ja, natürlich. Also von den Noten her wurden wir gleich behandelt wie jeder andere Schüler, weil ich meine Hausaufgaben vergessen habe oder sowas. Ich habe sogar für eine Hausaufgabe mal 3 Sechsen gekriegt. Weil da war der Notendurchschnitt für den Arsch. Das ganze Jahr habe ich nicht müde aufgeholt. Was hast du für einen Schulabschluss? Ich habe einen Realschulabschluss. Nenn uns mal eine Story aus deiner Schulzeit, für die du gerade stehen musstest. Eine Story, für die ich gerade stehen musste, auch da gibt es viele. Also ich wurde oft beim Rauchen erwischt. Wir haben mal, wo wir dann endlich raus durften aus dem Gelände, haben wir uns mal betrunken in der Mittagspause und hatten danach Sport. Also wir waren völlig besoffen beim Sportunterricht. War auch sehr witzig. Vor allen Dingen ein Schüler, der hatte so eine rote Nase, dass es gleich aufgeflogen ist. Ich zum Glück nicht. Also bei uns haben sie es nicht mitgekriegt. Gab es während deiner Schulzeit eine Situation, die dir übelst peinlich war oder ist? Ach, da gibt's einige. Möchtest du die Frage beantworten? Nein. Habt ihr auch Klassenfahrten gemacht? Ja. Also wir haben in unserer Schule auch Klassenfahrten gemacht. Unsere Lehrerin, Frau Köppen, Grüße geht raus, war da sehr engagiert. Und wir haben dann richtig krasse Fahrten gemacht. Und unsere Abschlussfahrt ging sogar nach Prag. Da sind wir bis nach Prag gefahren, über eine Woche. Bist du der Meinung, dass die Schule gut für dich war? Ja, die war gut. Ich war sehr behütet, ihr habt es gehört, wir hatten eigene Männer, wir hatten eigene Schwimmhalle, wir hatten eigene Sporthalle, wir hatten ein eigenes Werkstattgebäude und wir wurden von Bussen hingebracht und abgeholt. Es war übel krass behütet, aber auch sehr abgesondert. Jetzt im Nachhinein, wo ich erwachsen bin und wir diese Arbeit hier mit Normalo TV machen und es um Inklusion geht, muss ich gestehen, dass ich absolut Gegenkörper bin an Schulen bin. Weil ihr merkt ja selber, wie abgesondert ich war. Hattest du nur mit Behinderten zu tun? Also es war so, bis zur 6. Klasse hatte ich nichts mit Nichtbehinderten zu tun. Es waren keine Kontaktmöglichkeiten da, um nichtbehinderte Kinder kennenzulernen. In der 6. Klasse wurde die Körperbehindertenschule in ein sogenanntes kooperatives Schulzentrum umbenannt. Das hatte den Effekt, dass manche Klassen von der Hauptschule, die überbelegt war, in unsere Schule kamen. Das Einzige, wo wir uns mal begegnet sind, war vielleicht in der Hofpause. Aber auch da haben wir in unseren Gruppen gestanden. Ne? Das war also, obwohl die in unserem Schulgebäude war, hatten wir auch nicht viel mit denen zu tun, weil wir den Umgang ja gar nicht gelernt haben. Hattest du damals viele Freunde? Der Nebeneffekt von diesem abgesonderten Schulbereich, so nenne ich ihn mal, also diesen behüteten, ne? Du wirst abgeholt, du hast da deine Schulfreunde, du wirst wieder nach Hause gebracht. Das hatte einen entscheidenden Nachteil, der mich wirklich fertig gemacht hat. Eigentlich der schlimmste Nebeneffekt an der ganzen Sache war, dass ich zu Hause an meinem Wohnort keine Freunde hatte. In der normalen Schule hast du um 13 Uhr Feierabend, du gehst mit deinen Klassenkameraden noch irgendwie ein Eis essen, in der Pubertät vielleicht ein Bierchen trinken, Party machen. Hatte ich alles nicht. Meine Schulkameraden kamen alle aus verschiedenen Dörfern. Das heißt, wenn ich mich mal mit einem Schulkameraden treffen wollte, mussten meine Eltern mich dorthin bringen. Und das waren manchmal 20 Kilometer. Und dann habe ich da 2-3 Nächte geschlafen und dann haben sie mich wieder abgeholt. Wie gesagt, Freunde im Wohnort hatte ich nicht. Und das hat mich gerade in der Pubertät wirklich, wirklich traurig gemacht. Womit ich teilweise heute noch zu kämpfen habe. Ihr müsst wissen, das wirkt nach. Selbst heute sind meine besten Freunde und meine langjährigen Freunde alle behindert. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick geben, wie meine Zeit in einer Körperbehindertenschule war. Über welches Thema wollen wir in der nächsten Folge von Udo beantwortet euch eine Frage sprechen? Schreibt es doch jetzt direkt in die Kommentare, lese ich mir durch, mache ich mir Gedanken und dann gibt es bald wieder eine weitere Folge von diesem neuen Format. Ja, hat es euch gefallen, wie gesagt, dann gebt uns einen Daumen nach oben, abonniert uns kostenlos und hier findet ihr ein weiteres Interview mit einer wunderbaren Person und vergesst nicht, die Glocke zu drücken. Bis zur nächsten Folge, bleibt schön gesund. Wir sehen uns an einem neuen Livestream und in einer neuen Folge. Ihr wisst Bescheid. Macht es gut, ne? Tschüss.